Hallo Fotofreunde, wie ihr schon an meinem geschmackvollen Outfit sehen könnt, steht heute was ganz Besonderes auf dem Plan. Ich finde ja ein Thema in der Fotografie super, super spannend und das Ganze ist die Wildlife-Fotografie. Jetzt bin ich natürlich immer so ein fauler Typ und habe keinen Bock weit zu fahren, um anzusitzen. Deswegen bin ich jetzt einfach mal vor die Tür gegangen. Hier in der Nähe ist so ein Teich und sag mal, da wo jetzt noch so ein bisschen Herbstlaub zu sehen ist, in dem Bereich ist gerne ein Fischreiher. Ich glaube, es ist sogar ein Graureiher, der da immer mit den langen Beinen schön nach den Fischen angelt. Ja, und eigentlich möchte ich den fotografieren. Und eigentlich haut er immer ab, sobald ich nur in die Nähe komme. Aber ich werde jetzt Tag für Tag schauen, ob er sich da vorne hinsetzt und versuchen, den zu shooten. Ich sag mal, heute habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht kommt er morgen wieder. Hallo Fotofreunde, heute shooten wir den Graureiher. Er sitzt nämlich normalerweise immer da unterm Busch, im Teich. Nur, ihr seht, was fehlt. Der Reiher. Heute machen wir ein Foto von dem Fischreiher. Der sitzt eigentlich da hinten unterm Baum. Ja, eigentlich ist ja schon das richtige Wort. Leider ist er heute nicht da, aber heute haben wir Glück. Ich weiß das. Gerade war er da, Fotofreunde. Gerade war er da. Der saß da, saß der. Hier, da ist mein Zeuge. War der gerade da? Ja, der war da. Jetzt ist er weg. Da hinten, da sitzt er nämlich immer. Hallo Fotofreunde. Vielleicht ist es heute wirklich soweit. Die Sau ist gekommen. Ich sage jetzt mal Sau, weil ich es ja noch nicht geschafft habe, den Graureiher zu fotografieren. Und wahrscheinlich, ja, ich werde jetzt gleich mal digital reinzoomen müssen, dieses Bild. Der hockt jetzt da oben im Baum. Und wahrscheinlich, allein wenn ich das Fenster aufmache, ist er schon wieder weg. Ich drehe euch mal das Bild. Ich mache jetzt mal vorsichtig leise das Fenster auf. Aber der wird weg sein, damit ihr da mal durchgucken könnt vielleicht. Aber dann haben wir zumindest mal den Reiher im Flug. Der guckt jetzt alleine schon hier hin. Ich bin ganz leise, spreche ich jetzt mal. Ja, was ich befürchtet habe, es hat schon gereicht. Da oben fliegt er jetzt. Ja, hinter dieser Baumreihe her. Keine Ahnung, ob man das sehen will. Ah, da hinten, da, guck mal, da. Da scheint er jetzt irgendwo zu landen. Ja, genau das, was ich erzählt habe. Allein die Jalousienbewegung hat jetzt schon wieder gereicht, den Kameraden zu vertreiben. Also eigentlich müsste ich mich hier wahrscheinlich mit dem Tarnzelt fest einrichten. Ich habe es jetzt noch nicht mal geschafft, die große Brennweite drauf zu machen. Boah, das wird mal eine Herausforderung, diesen grauen Reiher zu knipsen. Das Gute ist, manchmal plärt er hier rum und macht hier ein bisschen Rabatz, wenn er hier landet. Dann habe ich, ja, im Laufe des Tages brauche ich nicht die ganze Zeit ansitzen. Hallo Fotofreunde, heute wird es soweit sein. Ich werde den Fischreiher, der immer da sitzt, erwischen. Und ich glaube auch, das Wetter ist heute gut. Es ist heute Frost und ich habe einfach mal, ja, damit der Kamerad weiß, wie ernst es mir ist, auch schon mal Shooting-Equipment mitgebracht, dass er sich so ein bisschen hofiert fühlt, dass er gleich hier hoffentlich auftauchen wird. So, der Fischreiher ist gerade gelandet. Ich bin jetzt schon so arrogant und nehme überhaupt gar nicht mehr den Fotoapparat mit, weil der sitzt ganz am Ende vom Teich. Wird der Weitwinkel wahrscheinlich überhaupt nicht einfangen, aber der wird wegfliegen, das sage ich euch. Pass auf, dahin sitzt die Sau. Da ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich zeige mal mit dem Finger so da drauf. So. Da so ungefähr.
Ja, wisst ihr, was witzig ist? Wenn ich jetzt, ich gehe jetzt mal rein und hole jetzt wirklich mal, ich baue mal die Kamera zusammen. Und dann wette ich mit euch, fliegt er weg. Aber ich mache es. Habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich war jetzt gefühlt 2 Meter näher ran und schon war er weg. Ne? Aber ich habe immerhin 3 bis 4 Fotos gemacht und die schaue ich mir jetzt mal an. Der Fischreiher ist gerade gekommen und ich mache jetzt einen Trick 17. Ich fotografiere jetzt durch die Scheibe, was man eigentlich nicht machen soll. Aber ich spreche jetzt hier drin schon leise, weil ich schon wieder Schiss habe, dass die Sau, Entschuldigung, ich habe nichts gegen Graureiher, aber der ist so nervös, dass der das schon wieder sieht. So, ich lasse jetzt einfach mal laufen. Es ist schon wirklich faszinierend, wie scheu und ängstlich die Graureiher sind. Also ich habe jetzt mich wirklich hier ganz, ich sag mal so, bis hier rangetraut und dann habt ihr gesehen, dann ist er weggeflogen, nach hinten an den Teich. Ja, dann habe ich nochmal versucht zu filmen mit der großen Brennweite. Keine Chance. Und dann ist er weg. Ja, aber das Gute ist, der kommt wieder, weil der Teich ist hier. Verstehst du? Ja, so lustig meine Fehlversuche auch waren, den Graureiher zu fotografieren. Das Video soll unterhalten, aber vielleicht ja, auch ein bisschen meine Essenz daraus ziehen, weil ich jetzt völlig unbedarft bin ich herangegangen, aus diesen ganz vielen Versuchen gelernt habe. Also, das erste ist, macht euch schlau über das Tier, welches ihr ablichten wollt. Bei mir war es jetzt ein Vogel, ein Fischreiher, ein Graureiher. Und ich hatte keine Ahnung von den Tieren, außer dass der jetzt hier immer ganz gerne mal am Teich rumgekommen ist und ja, da auf Fische gewartet hat. Der scheint sehr, sehr, sehr scheu zu sein. Auf Geräusche reagiert er definitiv, aber ich denke noch mehr auf Optik. Das heißt, man muss sich dem Verhalten der Tiere anpassen. Tiere haben in der Regel eine Zeit, wann die vorbeikommen. Bei mir war es immer so die Vormittagszeit und dann nochmal in der Nachmittagszeit, wenn er vorbeigekommen ist. Also die Essenz daraus ist, schlau machen, aber auch für die Tierfotografie Zeit mitbringen. Brennweitentechnisch konnte ich halt nur das benutzen, was ich habe. Das ist ein 300-28er und dann ist hier nochmal ein kleiner Telekonverter dran. Also habe ich 600. Auch da nur leider noch eine Blende von 5,6. Ist schon teilweise, wenn es schummerig ist, so wie heute, echt, tja, ich will nicht sagen wenig, aber mit ISO 100, das könnt ihr schön mal getrost vergessen, kommt ihr dahin. Jetzt ist natürlich die Frage, wieder welche Brennweite riskiert man. Der Fischreiher, der saß immer relativ, ja, entspannt und ruhig da. Und wenn er geflogen ist, dann hatte ich eh keine Chance, mehr im Flug abzulichten, weil die Kamera dafür überhaupt nicht eingestellt war. Da der Sensor an der Z7 ja auch nochmal stabilisiert ist, habe ich so Brennweiten von der 250. hingekriegt bei 600. Aber auch da musste ich teilweise mit dem ISO-Wert schon ganz ordentlich in die Höhe gehen. Am besten ist es für so Geschichten, Stativ zu benutzen und euch selber und vielleicht auch die Kamera zu vertarnen. Weil ich gesehen habe, der Kamerad Reier hat extremst sensibel auf Bewegung und auf Menschen.
reagiert. Das heißt, im Optimalfall wäre es ganz gut, vielleicht hier in dem Bereich, wo ich stehe, anzusitzen. Aber das kostet Zeit. Oder vielleicht zumindest schon mal die Kamera da aufzubauen. Ja, Wetter ist ein Thema. Und die zu vertanen. Die ist jetzt komplett unvertan. Es gibt sogenannte Lenscodes für das Objektiv. Die sind auch nicht günstig. Die sehen dann so ein bisschen aus wie die Jacke, die ich anhabe. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach mal ganz exemplarisch sogenannten Tarnschal mitgebracht. Das heißt, das ist einfach ein gelochtes Tuch. Und das Ganze hängt man einfach übers Objektiv. Man sagt ja, in der Natur kommt Schwarz als Farbe nicht vor. Ihr seht, die Farbe, die passt natürlich jetzt auch nicht so richtig mehr zum Hintergrund, weil wir es schon Herbst haben. Aber diese Dinger gibt es auch in verschiedenen Varianten. Ich selber habe auch, ich sag mal so eine Softshelljacke an in einem Tarnmuster. Das ist jetzt sehr, sehr bräunlich, passt eher in Wüstenlandschaft. Aber ich sag mal, besser als wenn ihr in Neonfarben von Superdry hier auftaucht, ist das allemal. Ja, ihr könnt natürlich noch eine Stufe weitergehen. Jetzt einfach mal nicht lachen, auch wenn mir selber manchmal auch danach ist. So, jetzt habe ich, ja, ich sag mal so ein Poncho mir umgehangen. Der ist jetzt nicht nur zweidimensional, sondern hat tatsächlich Blätterstruktur drauf. So, die Kamera verschwindet ganz hervorragend hier drunter. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier arbeiten würde, müsste ich mir natürlich eventuell das Ding über den Kopf ziehen und wirklich hier drüber zugange sein. Oder das nochmal separat betreiben. Aber ihr seht, es passiert was, ne? Wahrscheinlich ist die Schärfe auch nicht mehr von mir, auf mir drauf, weil der Augenautofokus mein Gesicht nicht mehr erkennen wollte. Das muss ich mal eben überprüfen. Ne, das geht noch, alles klar. Also, ihr müsst euch bei empfindlichen und sensiblen Tieren durchaus über Tarnung Gedanken machen. Ja, und natürlich firm in der Einstellung eurer Kamera sein. Weil das Zeitfenster, wenn dann die lieben Tiere so sitzen, wie ihr das wollt, das ist nicht so ganz groß. Ich fasse einfach nochmal die drei Punkte zusammen oder auch vier. Zeit mitbringen, Klamotten und Technik eventuell vertanen, sein Tier kennen, wann es kommt, wie scheu es ist, wie es sich verhält und wo es vielleicht sich hinsetzt. Und der letzte Punkt ist mit der Kameratechnik, ich zeige es dir nochmal, vertraut sein. Wissen, wo man was bedient, welche Belichtungszeit, welche Belichtungszeit man bei welcher Brennweite benutzen kann. So, hört sich jetzt super schlau an. Ihr seht an dem vorangegangenen Video, so einfach ist das gar nicht. Um diese drei Bildchen von dem Graureiher zu kriegen, habe ich enorm Zeit investiert. Aber ich bleibe dabei, Tierfotografie for Runaways, so wie ich dieses Video genannt habe, ich finde es total spannend und mich einfach weiterhin verbessern. In diesem Sinne, vielleicht ist Tierfotografie ja auch was für euch. Gerne in die Kommentare vom Video, was so eure Erfahrungen sind. Und das ist lustig. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon das drauf hat. Ich habe gerade den Graureiher schreien gehört. Da oben, das seht ihr jetzt nicht, fliegen direkt zwei von diesen Kameraden. Wahrscheinlich sehen die jetzt, dass ich an seinem Angelspot bin. Bis zum nächsten Mal. Gerne eure Erfahrungen mit Wildlife und Tierfotografie. Auf Wiedersehen und Tschüss.